Hallo, ich bin Mary und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es heute mal um meine, meine Frühlings- und Sommer-Strickpläne und zwar mein Update. Ich hatte euch im März ja ein Video hochgeladen zu meinen Strickplänen für den Frühling und für den Sommeranfang. Und damals hatte ich ja gesagt, meine Strickpläne gehen bis Ende Juni. Und, naja, was soll ich sagen, wir haben Ende Juni, jetzt haben wir sogar Anfang Juli, also von daher, es ist an der Zeit, mein kleines Update zu drehen, einfach auch um zu gucken, habe ich was geschafft von dem, was ich mir vorgenommen habe, wenn ja, was und wie geht es weiter. Falls dich das interessiert, dann bleib gerne dran und schreib mir doch auch in die Kommentare, was waren deine Ziele für diesen Frühling, was wolltest du unbedingt stricken, hast du es geschafft, hast du es nicht geschafft? Bin ich alleine mit meinen Fortschritten oder auch nicht? Und ich würde sagen, wir starten dann auch mal direkt und gucken, was habe ich geschafft und was nicht. Mein Frühlingsstrick habe ich im März begonnen, könnte man schon sagen, auch wenn es nicht wirklich März war. Für mich war die Zeit Anfang April bis Ende Juni, die ich als Frühling datiert habe. Und ich finde, das passt auch eigentlich ganz gut. Wir hatten hier in Kiel nicht so gutes Wetter. Dementsprechend ist der Frühling ein bisschen ins Wasser gefallen, wortwörtlich. Aber das ist okay. Manchmal ist das einfach so. Und dementsprechend gab es ein bisschen Verzögerung, was den Sommerstrick angeht. Ich würde generell sagen, ich habe mehr für so Winter und kältere Frühlingstage und vielleicht Herbst gestrickt, als ich es dann doch geplant hatte. Aber das ist vollkommen okay. Und ansonsten, was habe ich mir für Ziele gesetzt? Ich habe hier meine Zettel, da kann ich euch das dann ein bisschen besser sagen. Und zwar, meine Ziele waren als erstes mein Stash abbauen. Habe ich das geschafft? Kurz und knackig, nein. Mein Ziel war es, was ich damals auch im Planungsvideo gesagt hatte, ich möchte keine Garnknäule mehr kaufen. Ich möchte meinen Stash abarbeiten, denn ich hatte, als ich dieses Video gedreht hatte, 84 Knäule in meinem Stash, beziehungsweise Ende März waren es dann 99. Also ich war kurz unter 100 und hatte halt vorgenommen, doch deutlich unter 100 zu sein. Und was soll ich sagen? Stand Ende Juni, ich habe 118 Knäule in meinem Garnstash, also in meinem Wollvorrat. Und das ist doch mal eine gute Menge mehr. Klar, zwischendurch waren es eine ganze Menge mehr. Also gerade zu meinem Geburtstag und auch einfach zwischendurch habe ich sehr viele Knäule hinzugekauft. Auch durch Projekte, die ich eigentlich gar nicht geplant hatte, die dann aber aufkamen. Und von daher hat nicht so wirklich geklappt. Aber zum Glück ist es auch nicht ganz eskaliert. Ich meine, das sind jetzt von Anfang März bis Ende Juni sind es ungefähr 35 Knäule mehr. Wenn man vom Ende März ausgeht bis Ende Juni, dann sind es ungefähr 20 mehr. Also das hält sich alles noch in so einem gewissen Rahmen, aber ist natürlich definitiv gescheitert, das Ziel. Und ansonsten als Ziele hatte ich mir eher Rahmenbedingungen gesetzt, wie ich meinen Frühlingsstrick gerne haben möchte. Und da waren mir drei Sachen sehr wichtig, und zwar blickdicht, dass sie mir gefallen und dass ich Anleitungen wiederverwende. Und ich würde mal sagen, ob ich das geschafft habe, sehen wir jetzt. Ich hatte mir insgesamt 7 verschiedene Strickstücke vorgenommen, die ich gerne stricken wollte. Und ich hatte 2 weitere in Klammern gesetzt, könnte man sagen. Und als erstes hatte ich mir vorgenommen, das Sailor Swift Top zu stricken, nach der Anleitung von Kuto Bakika aus dem Drops Safran in der Farbe Pistazie und Weiß. Und das habe ich erfolgreich geschafft. Ich habe das Sailor Swift Top fertiggestellt, das sogar relativ früh, und ich bin mit dem auch sehr zufrieden. Ich habe sogar damit an dem Straps Cup with Kika teilnehmen können und habe sogar damit gewonnen und somit auch die Möglichkeit gehabt, mir noch mehr Garn kaufen zu können. Also wahrscheinlich ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass mein Stash-Ziel gescheitert ist. Aber das habe ich auf jeden Fall geschafft. Als zweites, das nehme ich mal mit vorweg, hatte ich mir auch vorgenommen, einen Sailor Swift Top zu stricken. Und zwar in den Drops Safran, Rosa und Weiß.
Und das habe ich auch geschafft. Das war kein Problem. Das ging auch alles gut von den Nadeln runter. War dann aber auch schon Mitte April, meine ich, wo ich das Top dann fertig gestrickt habe. Also es hat das zweite ein bisschen länger gedauert als das erste, aber das ist ja auch vollkommen okay. Und mit dem bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Ich trage das Grüne tatsächlich häufiger als das Pinke bis jetzt. Das liegt aber auch an einem entscheidenden Detail. Ja, bei dem ich mir eigentlich nur selber auf die Finger hauen kann, denn ich habe beim Rosanen immer noch nicht die Fäden eingenäht. Also das ist eine Sache, da muss ich wirklich noch dran arbeiten. Das mache ich einfach seltener, weil ich es einfach immer ein bisschen ja, nervig finde. Man hat das fertige Projekt und ich will es dann immer direkt tragen und entweder ich ja, stopfe dann die Fäden irgendwo rein und das passt schon. Bei Pullovern geht das immer super. Aber ja, bei so Sommertops endet es dann eher dabei, dass ich die Tops nicht tragen kann, weil ja überall Fäden rausgucken und da ist ja nicht so viel Stoff dran, wo man die mal eben reinstecken kann. Aber das Top hat auf jeden Fall auch geklappt. Mein dritter Strickplan war das Juno Top nach der Anleitung von World Knit und zwar aus dem Valeria Soft Cotton oder Cotton Soft in einem hellrosa Ton und was kann ich dazu sagen? Dieses Top habe ich nicht fertig gestrickt, aber es ist angenadelt. Ich habe es offiziell begonnen am 24.06., also ganz, ganz kurz vor knapp. Es ist auch noch nicht weit, denn es ist ja gerade erst Ende Juni, wo ich dieses Video stricke und wo ich dieses Video filme und dementsprechend ja, es ist auf jeden Fall auf den Nadeln. Ich würde sagen, es ist halb abgehakt, weil es ist auf jeden Fall begonnen. Als nächstes Strickobjekt meiner Begierde hatte ich mir für den Frühling den Siren Swim Skirt vorgenommen. Und damals war ich mir schon, als ich euch den vorgestellt habe, ein bisschen unsicher, ob ich den wirklich anstricken werde. Denn mir war die Anleitung einfach ein bisschen zu teuer für das, was es ist. Und zwar ein ja, Strickrock, den ich wahrscheinlich ein, zweimal tragen werde. Es war halt nur so ein, oder es ist nur so ein Bolero zum über den Bikinihöschen anziehen und dementsprechend nicht so wirklich praktikabel für den Sommer oder für den Alltag. Und ja, was soll ich sagen? Man kann es schon so ein bisschen raushören. Ich habe den Siren Swim Skirt nicht angestrickt und ich plane auch nicht, ihn zu stricken weiterhin. Das war einfach damals so eine Idee, die mir gekommen war, weil ich unbedingt meinen Stash abbauen wollte. Aber ja, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und es ist weder praktikabel noch sinnvoll für mich, den anzustricken. Aber ich glaube, ich finde für das Garn, was ich damals verwenden wollte, einfach eine, ja, eine bessere Verwendung, bin ich ganz ehrlich, als so ein Einmal-Tragobjekt. Also ich glaube, das lohnt sich einfach nicht ganz so doll. Und deswegen, ja, der ist nicht angestrickt und ich bereue es auch nicht, dass ich es nicht geschafft habe, den anzustricken. Als fünfter Punkt auf meiner Liste sind mehr Sommersocken und das ist ein Punkt, ich glaube, den habe ich nicht nur abgehakt, sondern den habe ich durchgestrichen, unterstrichen, alles Mögliche, denn ich habe nicht nur ein paar Sommersocken gestrickt, sondern ganze vier Paar in den drei Monaten, denen es eigentlich im Frühling, ja sag ich mal, heiß herging. Und ich habe zusätzlich noch meine allererste eigene Sockenanleitung kreiert, geschrieben und veröffentlicht. Und zwar meine leichte Brise Socken. Die verlinke ich auch einmal oben. Das ist eine, ja, im Prinzip nett zusammengeschriebene, perfekte Sommersocke. Das ist nichts, was ich so wirklich neu erfunden habe. Aber ja, sie ist deswegen auch relativ günstig. Ich glaube 2,38 Euro sind es inklusive Steuern hier für deutsche Käufer. Für Österreich weiß ich, sind es 2,20 Euro, also das ist einfach vom Steuersatz eures Landes abhängig. Aber ja, und ich bin mit den Socken wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich bin da generell sehr, sehr happy, dass es mit den Sommersocken alles so gut geklappt hat und ich freue mich einfach drauf, die zu tragen, weil die einfach ein schönes, ja, schönes Gefühl an den Füßen machen. Die sind halt wie so industriell gekaufte Sportsocken, sage ich mal. Die sind nicht so warm, man kann sie super im Sommer tragen. Ich persönlich habe keine Schützefüße drin und das, obwohl ich fast immer Schützefüße habe. Und ich kann sie halt wirklich nur empfehlen, beziehungsweise auf jeden Fall auch das Garn, was ich da verwendet habe. Also falls ihr auch andere Socken stricken wollt, nutzt auf jeden Fall mal die Sommergarne. Das ist zum Beispiel bei mir das Lieblingsgarn, die Regia Cotton Color Varianten. Aber ansonsten auch von Lana Grossa gibt es das Cotone Vegano. Das ist auch so ein Sommergarn. Das ist auch mega.
Und es gibt ja sonst auch super viele Socken, Bambusgarne und sowas. Mit denen hatte ich aber noch nicht so viele Erfahrungen. Also falls ihr damit schon mal gestrickt habt, lasst es mich gerne wissen, was ihr bei denen findet, wie die sich verhalten. Auf jeden Fall würde ich aber als Fazit sagen, für dieses Ziel, mehr Sommersocken ist absolut abgehakt. Und ja, also das habe ich wirklich hingekriegt. Mein nächstes Sommerstrickziel, meine nächste Sommerstrickidee war die Kamisole Nummer 4. Und ich habe sehr viel über sie gesprochen. Ich glaube in fast jedem Podcast, dass ich sie endlich anschlagen möchte und. Und ich habe sie nicht angeschlagen. Ich habe bis jetzt meine Maschenprobe gemacht und es passt alles. Ich kann das Top anschlagen, aber ich hatte bis jetzt nicht den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, gerade passt es mir wirklich rein. Das Ziel, diese zu stricken oder die Kamisole zu stricken, habe ich immer noch und ich werde es auch definitiv machen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber es kam einfach zeitlich irgendwie nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich mich auf das Design fokussieren und jetzt habe ich gerade die Zeit dafür. Ich hatte einfach zwischendurch sehr viele Teststricke angenommen und habe daran gearbeitet und das habe ich alles vorher natürlich nicht kommen sehen. Teststricke sind ja immer relativ kurzfristig. Und deswegen blieb einfach für meinen Sommer- und Frühlingsstrick nicht so viel Zeit, wie ich es mir gern gewünscht hätte. Aber die Kamisole Nummer 4 kommt auf jeden Fall. Und als letztes offizielles Strickstück, was ich geplant hatte zu stricken, habe ich mir das Moonset Tee nach der Anleitung von Osetta vorgenommen. Und da kann ich wieder Positives berichten. Es ist zwar nicht fertig, aber es ist angenadelt. Ich bin mittlerweile schon kurz davor, in Runde zu schließen. Und das heißt, das Top ist auch, oder das T-Shirt vielmehr, ist auch bald fertig. Also ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit. Und ich freue mich schon auf das fertige Produkt. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall auch abgehakt. Und eine Veränderung gibt es aber, und zwar habe ich anderes Garn genommen. Ich hatte in dem Video, was ich euch damals gezeigt hatte, ein graues Landlust-Sommerseidegarn bei mir im Stash. Und das wollte ich gerne verstricken. Und ich habe es länger nicht angenadelt, einfach auch, weil ich gemerkt habe, grau ist nicht so wirklich meine Farbe. Also ihr seht es ja auch in meinen Videos, ich glaube, ich habe ganz, ganz selten mal grau getragen. Das ist nicht so eine Farbe, in der ich mich wirklich wohlfühle. Und das hat mich halt dann auch ein bisschen davon abgehalten, das T-Shirt anzuschlagen, obwohl ich weiß, dass es gut passt und mir gut steht und ich generell auch die Anleitung sehr mag. Aber als ich dann einmal im Garnladen war, dann habe ich dann eine andere Farbe der Landlust Sommerseide entdeckt. Und da konnte ich nicht anders, da musste ich die einfach mitnehmen und habe dann auch relativ schnell das Moonset Tee danach angeschlagen. Und ja, ich bin sehr, sehr happy mit den Garnen, also ich finde es wirklich wunderhübsch und ich freue mich einfach wirklich auf das fertige T-Shirt. Als kleines Zwischenfazit kann man also sagen, von den 7 Strickplänen, die ich mir vorgenommen habe, habe ich 3 vollständig geschafft. 2 sind angenadelt und 1 ist geswatcht und ich würde sagen, 1 ist wirklich komplett gescheitert, weil ich gesagt habe, ich will das nicht mehr stricken und ich werde es auch nicht stricken. Und ja, ich würde sagen, als Bilanz ziemlich gut. Also 3 komplett fertig von 7, das sind ja weniger als 50%, aber doch schon nah dran. Und ansonsten habe ich ja 2 weitere auf den Nadeln und halt 1 als Maschenprobe schon fertig, also das könnte theoretisch auch jederzeit angeschlagen werden. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Quote. Und ich hatte aber noch Zusatzprojekte genannt. Und zwar am Ende vom Video hatte ich euch so ein paar Sachen genannt, die ich eigentlich ganz gern stricken würde, aber sie als unrealistisch erachte. Und das war unter anderem mein Milliskirt. Denn ich hatte überlegt, ich möchte eigentlich sehr gerne den Milliskirt nach der Anleitung von Sandnes Garn stricken, aus der Sandnes Linie. Und es war so ein bisschen mein Belohnungsprojekt für mein abgeschlossenes Wintersemester und ja, ich hatte halt gesagt, das ist sehr unrealistisch, weil ich müsste ja Garn kaufen und ich möchte ja Garn loswerden und. Als ich dann in einem Garnladen war und gesehen habe, wow, die bieten nicht nur Sandnes Garn an, sondern haben auch die Anleitung, konnte ich nicht anders. Ich habe das Garn gekauft und ich habe den Milliskirt angenadelt. Er ist immer noch nicht fertig. Aber er ist schon ein ganz gutes Stück gewachsen und wahrscheinlich auch bald fertig. Und dementsprechend ist es ja kein wirklicher Plan, aber er ist auf jeden Fall in Erfüllung gegangen. Und eine weitere Sache, die ich auch noch gesagt hatte, die relativ utopisch für mich damals klang, war, damals vor 3 Monaten, aber die relativ utopisch für mich klang,
war, ein Kleid zu stricken. Ich wollte gerne ein Kleid stricken und meinte damals aber auch, dass es halt sehr unrealistisch ist und wahrscheinlich nicht, ja, wahr werden wird, weil ich halt einfach andere Pläne habe, die deutlich realistischer sind. Und was soll ich sagen? Ich habe noch kein Kleid angestrickt oder auf meinen Nadeln, also angenadelt, aber ich nehme teil beim Teststrick 2.0 des Melides Dress von WorldNet. Also es ist soweit. Ich werde tatsächlich ein Kleid stricken. Es wird jetzt diesen Sommer fertig werden. Davon gehe ich ganz fest aus. Und ja, ich hätte es damals selber nicht gedacht, aber ich bin sehr, sehr froh. Und falls ihr mehr zu dem Kleid sehen wollt, dann bleibt auf jeden Fall hier auf dem Kanal up to date. Also abonniert gerne, denn ich lade jetzt auch ein paar Projektvlogs hoch zum Melides Dress. Da habe ich mich mit der Designerin abgeschnackt, das darf ich machen. Und dementsprechend werde ich euch da ein bisschen auf dem Laufenden halten und, sage ich mal, mit an die Hand nehmen beim Stricken meines allerersten Kleids. Und ja, dann dementsprechend auch schon direkt ein Kleid, was natürlich eine, ja, eigentlich maßgeschneiderte Größe hat, denn man entwirft das, sage ich mal, selber, aber halt nach der Anleitung. Und ja, also da freue ich mich auf jeden Fall mega drüber, hätte ich halt nicht mit gerechnet, aber das ist auf jeden Fall ein großer Bonus. Und wenn man dann die ganze Liste betrachtet, also alle neuen Stricksachen, die ich so ein bisschen, ja, präsentiert hatte, dann sieht die Statistik auch schon wieder ganz gut aus, denn dann habe ich natürlich immer noch nur 3 vollständig fertig, aber ich habe 1, 2, 3, 4 angenadelt und 1 geswatcht und nur 1 ist gescheitert. Also somit habe ich eigentlich fast alle meine Frühlingspläne wirklich erfüllt und nicht erfüllt, aber ich habe auf jeden Fall alle angefangen und damit bin ich doch sehr zufrieden im Rückblick. Also das kann ich auf jeden Fall sagen und wer weiß, vielleicht läuft es ja in der nächsten Saison auch so gut. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal ein Sommerstrickpläne-Video filmen und zwar wahrscheinlich direkt nach dem hier, denn ich habe mir natürlich schon wieder Gedanken gemacht, was ich jetzt in den kommenden Monaten stricken möchte und möchte mich da ja natürlich auch so ein bisschen, ja, auf den Hosenboden setzen und sagen können, das hast du dir vorgenommen, das machst du jetzt. Und ja, dementsprechend, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne, wie sieht es mit euren Frühlingsstrickplänen aus? Oder habt ihr irgendwas von dem gestrickt, was ich auch hier geplant hatte zu stricken oder fertig gestrickt habe? Und ansonsten hoffe ich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.